Kapitel 10. Ich bin genug. Was genau? Dieses Scheißkraut. Bah, ist natürlich eure Schuld. Aber das ist etwas Gutes. Nur kriegt mein Körper das anscheinend nicht mit. Stattdessen kriege ich immer wieder solche Anfälle, weil er immer noch Tilithium will. So beschissen wie gerade war es bisher aber auch noch nicht. Entzugserscheinungen waren es also. Gut, also natürlich fand soll nicht gut, dass sein Bruder sich schlecht fühlte, aber es zeigte ja irgendwo, dass der Entzug auch etwas bewirkte. Seitdem er Asche war, war das Vulnona immer fokussiert auf die Konsequenzen des Handelns und das hier waren seine Konsequenzen. Er wusste, sie mit Würde zu tragen. Also, so viel Würde, wie er hinbekam. Anstatt weiter darauf einzugehen, entfernte sich Asche von den anderen Pokémon auf dem Boot. Zumindest so sehr wie in der kleinen Nussschale möglich und legte sich mit dem Kopf auf den Bootsrand nieder. Viel auswirken konnte gerade niemand. Stattdessen folgte ein Abschnitt gewisser Ruhe. Bis zur Rückkehr aufs Festland könnte und würde nichts Besonderes geschehen. Und auch danach gab es keine Garantie, dass es sofort wieder Action gäbe. Es war eine schreckliche Ruhe. Es war nicht, was Funkenherz wahrlich wollte. Ja, sie war in Sicherheit. Umgeben von Freunden und ihrer neuen Liebe, aber es war eine ungenießbare Ruhe. Es war immer noch nur eine Phase vor dem nächsten Kampf. Nie konnte man wirklich einen freien Kopf haben. Nie konnte man den Moment, den man hatte, leben. Stattdessen war es immer nur ein Sein zwischen der letzten und der nächsten Schlacht. Und das alles für eine Zukunft, die vielleicht nie wäre. Es war so ungerecht. Gab es wirklich keinen Pfad in echtes Glück? War das Heldentum so eine Sackgasse? Letztes Mal, als Funkenherz Teil einer solchen Reise war, verlor sie ihren Vater und, wie sie inzwischen wusste, gewann sie nichts. Und dieses Mal musste sie die Zukunft von allem, was sie kannte, aufgeben. Ihre Familie, ihre Freunde, ihre Heimat, sich selber. Und das alles, weil sie immer nur das Richtige tun wollte. Warum überhaupt? Warum musste sie immer das Richtige anstreben? Warum musste sie immer die Heldin sein, wenn es nur Schmerz brachte? Konnte sie nicht einmal an sich selbst denken? Es wäre alles so einfach. Niemand würde sie davon stoppen, sich hier und heute in dieser Welt zur Ruhe zu setzen, Teil einer gesicherten Zukunft zu werden. Warum konnte sie nicht Sol überzeugen, einfach mit ihm hier zu bleiben? Es waren tiefe, innige Gedanken, alle entsprungen aus Frust und Verzweiflung. Gleichzeitig reichte aber ein Blick auf das Vulkan, um all die Fragen zu beantworten. In diesem Krieg waren es seine Familie, seine Freunde, alles, was er kannte, was auf dem Spiel stand. Sie und so viele mehr. Natürlich könnte Funkenherz an sich denken, doch nur weil sie alle nicht kannte, waren sie deshalb weniger wert. Es waren alles Pokémon. Und sie waren unschuldig, aber Funkenherz selber, ihre alten Freunde. Sie wussten nicht, was sie wahrlich taten, aber das machte sie nicht unschuldig. Dass sie hier kämpfte, es war ein Versuch, die eigenen Untaten zu begleichen. Das Ufer nahte wieder. Endlich! Zwar war das Boot tatsächlich genug gewesen, um die Reise auszuhalten. Allerdings konnte sich Asche deutlich Schöneres vorstellen als weiter ewig Wasser. Zwar folgte direkt die nächste Herausforderung, doch diese war banal genug, dass es keine Planung brauchte. Es ging alleinig um die nächste Reise vom Strand aus der Stadt hinaus, ohne Pokémon stutzig zu machen. Oder eher das kurze Rauslaufen und hoffen, dass niemand sich in den Weg stellte. Und sollte sich jemand trauen, schaffte man sich den Weg. Aber dafür gab es keine Notwendigkeit.
Asche achtete nicht einmal darauf, ob irgendjemand ihn und die augenscheinlich zwei Pokémon, mit denen er reiste, beachtete. Trotz der gut erfüllten Arbeit war dies auch der Zeitpunkt des Abschieds vom kleinen Boot, welches sie am Strand einfach stehen ließen. Es hatte keinen Nutzen mehr. Vermutlich. Und wenn doch, dann nur an jenem Ort, wo es stand. Im Falle, dass doch eine Reise zum Sumpfkontinent nötig wäre. Aber erst einmal sollte die Hoffnung sein, weitere Reisen über Wasser zu vermeiden. Gerne jeden Kontakt mit Wasser, welches nicht der Hydration galt. Aber mit einem Gegner wie Günther in der erwarteten Zukunft? Ja, das war wohl eher unwahrscheinlich. Aber im Moment hatte das wohl Nona eh andere Sorgen. Seit dem Vorfall auf dem Boot wollte sein Kopf einfach nicht aufhören zu lärmen. Wozu hatte er jemals dieses Zeug? Es war gar nicht zu seiner eigenen Beruhigung, nicht? So wenig Asche es schätzte, er konnte seiner Droge einen Nutzen nicht absprechen. In den ersten Weltenbäumen dieser Reise, bevor er begonnen hatte, zu stark zu dosieren, hatte es mehrere Fälle gegeben. Das Wesen, das Monster, welches Inferno immer als Flammes Wahn bezeichnet hatte. Aber Flamme war nicht mehr. Woher sollte auf einmal Wahn stammen? Aber woher wusste auch Asche, dass es jenes Wesen nicht mehr gab? Und es würde bestimmt das Absetzen des Tilithium noch mehr zu schätzen wissen, als Asche dies selber tat. Und doch, es war lautes, schrilles Dröhnen, aber es war noch nichts passiert. Es war das Wesen. Asche wusste es. Nun, dass die Existenz wieder in seinem Kopf herumschwirrte, wusste er, dass es das war. Aber das hier war nicht, wie es die letzten Male verlaufen war. Es trat Besessenheit ein. Die Zeit der Ankündigung betrug Sekunden. Was war denn los? War Asches eigene Kontrolle zu stark geworden? Oder zumindest stärker, sodass er deutlich mehr Widerstand leisten konnte. Allerdings blieb das Dröhnen nicht weniger präsent. Asche wollte es nicht aushalten müssen. Und woher wusste er, dass er das ewig könnte? Nein. Nein, er musste handeln. Aber wenn er sich nun seinem inneren Dämon stellte, würden nicht alle anderen in Gefahr sein. Während dieser Schlachten wurde der Körper des Volnona immer fremdgesteuert. Wartet! An der Spitze der Gruppe stoppte Funkenherz nach diesem Ausruf, ganz wie aufgefordert. Warum? Wir sollten schon noch näher an Silberdorf reisen, oder nicht? Ihr rastet hierfür nun. Ja, Asche, was ist? Du erinnerst dich als einziger Sol. Du weißt es noch nicht. Kurz bevor wir Terrus trafen und kurz bevor wir die weise Volnona trafen. Du hast die Bestie getroffen und du weißt, wie es immer geschah. Eine Bestie, die ich durch eine Droge unterdrückt habe, die auch mein Verstand erstickt hat. Und sie ist... Sie ist was? Asche, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du uns erklären könntest, was du mit einer Bestie meinst. Sol, erkläre du es ihm. Ich begebe mich auf sicheren Abstand. Ich spüre sie, das Monster will kämpfen. Und lieber nehme ich jetzt freiwillig an, als bald unfreiwillig. Ich kehre bald zurück. Ohne auf Bestätigung zu warten, wandte sich das Volnona hinfort. Er musste unbemerkt bleiben. Was geschehen würde, wenn einer der Feinde ihn finden würde, während er in seinem inneren Kampf war? Es war nicht vorzustellen, nein, er musste in Sicherheit bleiben. Fern von der Gruppe, aber am besten weiterhin von Bäumen umgeben. Und nach einigen Minuten des Fußweges traf das Volnona auf eine kleine Lichtung. Das Kreischen wurde nur lauter und lauter. Ich höre dich. Ich höre und das weißt du. Du willst einen Kampf. Ein kleines Problem verblieb. Wie genau begann Asche diesen Kampf? Die Kämpfe fanden in seinem Verstand statt, sobald das Monster übernahm. Alleine konsistent war das Übernehmen. Also wäre es wohl auch der Schlüssel. Asche ließ seinen Verstand für einen Moment völlig schweifen, alle Gedanken schwinden.
Und als er wieder aufblickte, stand er in einer rotglühenden Umgebung. Ihm gegenüber ein blutroter Umriss. Jener Umriss, genau wie auch Inferno, hatte sich mit der Entwicklung des Vulpix nicht verändert. Du warst auf dem Pfad der Perfektion und bist umgedreht, als der Erfolg am nächsten war. Du warst dem Himmel so nahe, doch griffst zu Boden, um abhängig zu bleiben von jenen, die nur stören. Du hast die Stärke aufgegeben, um letztlich zu scheitern. Bist du langsam fertig? Die Dinge haben sich seit letztem Mal geändert. Und das weißt du selber. Ich wäre nicht einmal hier, wenn ich das nicht gewollt hätte. Also versuche nicht, mir zu erklären, dass ich nicht genug sei. Willst du es beweisen? Komm, zeig mir, was du kannst. Inzwischen habe ich Hoffnung und mir ist egal, was du dazu sagst. Weil du ohnehin nie etwas Bedeutendes von dir gibst. Du willst, dass ich aufgebe? Bring mich dazu! Die einzige Antwort war Stille. Also tat Asche selber den ersten Angriff. Immerhin war es schon die letzten Male so gewesen. Dieses Wesen griff nicht an, wenn es denn nicht provoziert wurde. Du sprichst, als wärst du weise geworden. Doch in deinen Taten spiegelt sich jenes schwächliche Vulpix, das du schon immer warst. Du siehst mich. Du siehst, was in dir schlummert. Ich bin dein wahres Selbst. Ein Selbst, welches fern ist von einem stolzen, mächtigen Krieger. Im Geiste bist du ein schwächliches Vulpix. Nicht einmal in der Lage, seinen eigenen Verstand zu bezwingen. Und nun begann es. Dieses Wesen war immer noch identisch zum letztmaligen Feind des Jetzt-Vulnona. Wie bereits letztes Mal hatte Asche bemerkt, dass sich der Kampfstil niemals wechselte. Es war immer dasselbe. Also schossen auch heute wieder Ranken aus dem Grund. Erneut schlug Asche zu, erneut als der Feind eine defensive Technik erwartete. Nun war es also an der Zeit für allerfüllendes Feuer. Diese Bezeichnung war immer noch akkurat. Es gab keinen Abschnitt des irrealen Kampffeldes, welcher verschont blieb. Ausweichen war schlicht keine Option. Also wäre er anders, als er es bisher immer getan hätte, blocken der Weg zum Ziel. Sonderlich mächtig fühlte sich der Angriff durch Entwicklung und Verteidigung nicht an. Ein gewisses Dröhnen durchzog Asches Kopf, aber es war immer noch schwächer als das, was er in der echten Welt schon langwierig ertragen hatte. Du stehst noch! Scheinbar hast du gelernt aus unserer letzten Begegnung. Was allerdings kein... Du spielst echt nur dieselbe Platte ab, oder? Du hast gar kein Bewusstsein, habe ich recht? Du benimmst dich wie ein Algorithmus. Um sich nicht den ganzen Monolog erneut anhören zu müssen, griff Asche sofort wieder an und das rote Licht kehrte zurück, welches über dem Feind schwebte. Aus diesem würde gleich ein Feuerstrahl hervorschießen, also sprang Asche sofort los und ließ seine Zähne im Nacken des Umrisses nieder, welcher aber auch heute von Angriffen nicht sonderlich beeindruckt schien. Die Aufmerksamkeit des Vulnona wandte sich sofort. Denn nun würden die Lichter nacheinander erscheinen, nach und nach in Richtung des Monsters abschießen. Das Ausweichen wurde deutlich simpler, wenn man denn nun wusste, dass man aufpassen sollte. Anstatt so die Defensive in den Vordergrund zu stellen, konnte Asche sogar viele Angriffe setzen, da sein Feind regungslos blieb. Für eine Weile. Nächste Technik. Dieses Mal waren die Lichter kleiner, der Feind bewegte sich aber. Wieder keine Schwierigkeit. Auf diese Angriffe hatte Asche schon im Weltenbaum des Lunaren reagiert, als wären sie nichts. Schaden austeilen war dieses Mal deutlich schwieriger, eben da viel unvorhersehbare Bewegung geschah, aber immer noch war Asche alleinig der Kontrollierende. Hartnäckigkeit kann eine Tugend sein! Oder Ziel... Nein, weiter mit dem Kampf! Erneut stoppte ein Angriff die Worte. Nun wurde es wieder Zeit für die Lichter, welche im Kreis schossen, während Dorn den Boden erfüllten.
Hier war es letztes Mal vorbei gewesen. Hier hatte Asche damals keinen Weg mehr gefunden. Die Lichter konnte man überspringen, die Unmengen an Dornen störten jedoch die Landung. Es sei denn, man landete mit Krallenhieben, welche die Ranken unter dem Vulnona zerstörten. Letztes Mal war Asche zu überfordert und passiv gewesen. Heute kein Problem. Auch dieser Angriff endete nach kurzer Zeit und Asche konterte. Und dieses Mal. Von der blutroten Gestalt schienen wenige Tropfen einer Flüssigkeit zu entspringen. Und an Asches Kralle klebte Blut. Du bist sehr geworden. Dieses Mal hast du es sogar geschafft, einen Tropfen zu vergießen. All dies für einen Tropfen. Und doch ist es mehr, als du vergossen hast. Und doch hast du bisher nicht viel mehr erlitten. Bisher. Sehen wir doch einmal, bist du genug für das?